Heute mal wieder eine Folge bei staatenlos.ch. Ich bin Christoph Feuermann, heute aus Ghana zugeschaltet und spreche mit euch heute über das Thema: Kann ich auswandern, aber eine Wohnung in Deutschland weiter unterhalten? Viele sagen, nein, das geht nicht, aber die Antwort ist natürlich etwas mehrschichtig. Es geht doch, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen und auch nur, wenn man bereit ist, einen gewissen Aufwand im Zweifelsfall zu tragen. Wie kann das Ganze funktionieren? Ja, normalerweise, wenn wir eine Wohnung in Deutschland behalten, uns abgemeldet haben, haben wir trotzdem noch einen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland, einen Lebensmittelpunkt, wenn wir eine ständig verfügbare Wohnung haben, die sogenannte Schlüsselgewalt. Ja, das heißt, Deutschland kann uns besteuern, wenn wir regelmäßig Zugriff auf eine deutsche Wohnung haben. Diese Besteuerung erfolgt aber nicht, wenn nachgewiesen werden kann, dass ein Hauptwohnsitz in einem anderen Land besteht und dieses Land mit Deutschland ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat. Wenn ein solches Doppelbesteuerungsabkommen besteht und ganz wichtig ist, wenn man auch dieses Doppelbesteuerungsabkommen nutzen kann, dann ist es durchaus legitim, in Deutschland noch eine Wohnung zu unterhalten, dort auch zu wohnen, wenn man dort ist. Aber der Hauptwohnsitz muss eben in diesem anderen Land sein. Das trifft auf einen Großteil der Länder der Europäischen Union zu, eigentlich auf alle und auch viele weitere Länder, die eben ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland abgeschlossen haben. Wichtig ist, dieses Doppelbesteuerungsabkommen nutzen zu können. Ich habe es gerade gesagt. Normalerweise kann man Doppelbesteuerungsabkommen nur dann nutzen, wenn man ein Steuerzertifikat hat. Ein Steuerzertifikat kriegt man normalerweise nur dann, wenn man mindestens 183 Tage, also die Mehrheit des Jahres, in einem Land tatsächlich lebt. Es gibt ein paar Ausnahmeregelungen in Ländern, wo man diese mit einer Pauschalsteuer oder einer Firmengründung plus Sozialversicherung, zum Beispiel Zypern, Malta, Georgien, Gibraltar, erreichen kann. Aber grundsätzlich muss man davon ausgehen, mindestens 183 Tage in einem Land zu leben. Und das ist in diesem Setup grundsätzlich auch zu empfehlen. Weil letztlich entscheidet die Besteuerung in einem Fall das Doppelbesteuerungsabkommen und ganz genau die sogenannte Tiebreaker-Regelung. Die Tiebreaker-Regelung ist eine Art Richtlinie, die sich in den meisten Doppelbesteuerungsabkommen findet, aber auch nicht in allen. Das heißt, man muss immer ganz genau das Doppelbesteuerungsabkommen checken, einfach auch, weil Deutschland gerne mit Ländern abweichende Regelungen vereinbart. Schauen wir uns mal zum Beispiel das Doppelbesteuerungsabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Das gilt gar nicht für Deutsche in den Emiraten, das gilt nur für Emirati-Staatsbürger. Grundsätzlich kann man aber davon ausgehen, dass wenn es um das Thema Lebensmittelpunkt durch Wohnungen geht, das Muster-DBA der OECD gilt, was auch in den meisten deutschen Doppelbesteuerungsabkommen verankert ist. Und in diesem Muster-DBA finden wir die sogenannte Tiebreaker-Regelung. Das heißt, was passiert, wenn zwei Staaten sich um die Besteuerung streiten? Ja, angenommen, ihr lebt in Portugal, habt dort einen Hauptwohnsitz, seid dort mehr als 183 Tage, nimmt das NHR-Programm in Anspruch. Darüber hatten wir in einem der letzten Videos schon gesprochen. Habt aber zusätzlich noch eure alte Altbauwohnung in Berlin, die ihr behalten wollt. Kann euch Deutschland jetzt darauf besteuern oder nicht? Sagen wir mal so, Deutschland kann versuchen, euch zu besteuern, aber wenn ihr ein sauberes Setup in Portugal habt, werden sie wahrscheinlich keinen Erfolg damit haben. Ja, diese Tiebreaker-Regelung besagt, dass eben verschiedene Faktoren zwischen zwei Staaten, die sich streiten, verglichen werden. Und ganz am Ende entscheidet die Staatsbürgerschaft. Das heißt, man sollte es eben nicht zu einem Gleichstand kommen lassen und entsprechend vorsorgen, dass das nicht passiert. Diese Regelung, diese Tiebreaker-Regelung wird auch sehr oft missverstanden. Deshalb habe ich auch dieses Video dazu gemacht. Manche Steuerberater interpretieren das so: Man ist durch diese Regelung immer in Deutschland steuerpflichtig. Bloß vergessen Folgendes: Diese Tiebreaker-Regelung ist eben nur dazu da, wenn es einen Steuerkonflikt zwischen zwei Staaten gibt, wenn zwei Staaten dich besteuern wollen. Wenn kein Staat dich besteuern will, weil du eben keinen Lebensmittelpunkt irgendwo hast, also typischer Perpetual Traveler bist, wie ich das propagiere, dann greift diese Tiebreaker-Regelung natürlich nicht. Wir gehen jetzt eben von einem Fall aus, dass diese Tiebreaker-Regelung greift. Das heißt, es werden dann verschiedene Faktoren des Lebensmittelpunktes miteinander verglichen. Wo ist die Hauptwohnung? Ja, besteht eine Wohnung in Portugal und in Deutschland? Das ist in der Regel mal der erste Faktor. Ist ein Gleichstand erreicht und der nächste Faktor wird geprüft. Dann geht es darum, wo ist der persönliche Lebensmittelpunkt? Lebt die Familie auch weitgehend in Portugal, gehen die Kinder in Portugal zur Schule, dann ist eigentlich relativ klar, dass der Lebensmittelpunkt in Portugal ist und nicht in Deutschland. Und Portugal gewinnt und damit ist das Ganze abgeschlossen. Wenn aber auch dort ein Gleichstand besteht, weil vielleicht ein Kind in Deutschland zur Schule geht, eins in Portugal, wird das nächste Faktor geprüft. Und da geht es zum Beispiel um den Aufenthalt
oder um auch die wirtschaftlichen Interessen, wo findet das Business statt? Und wenn in allen diesen Punkten ein Patt erreicht wird, dann kann tatsächlich die Staatsbürgerschaft entscheiden. Das heißt, dann kann Deutschland trotzdem besteuern. Grundsätzlich heißt das also Folgendes: Wenn man nicht deutscher Staatsbürger ist, kann man in Deutschland sowas relativ gut machen, eine Zweitwohnung unterhalten, ohne größere Probleme. Wenn man deutscher Staatsbürger ist, dann muss man eben darauf aufpassen, dass möglichst die Familie in Portugal lebt, keine größeren wirtschaftlichen Interessen mehr zu Deutschland bestehen oder der Aufenthalt klar darauf hindeutet, dass eben Portugal der Lebensmittelpunkt ist. Ja, wenn man zum Beispiel 9 Monate in Portugal ist und dann nur 3 Monate in Deutschland, weist das grundsätzlich in die richtige Richtung. Und man kann auch eine Zweitwohnung in Deutschland dann unterhalten. Es ist immer natürlich die Frage, ob man das will. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, Wohnungen zu behalten. Man darf sie eben nur nicht mehr nutzen. Ja, man kann die Wohnung vermieten. Man kann sie vielleicht auch pro forma vermieten an Freunde. Man kann sie natürlich auch verkaufen, was in der aktuellen Marktlage sicherlich Sinn macht für die meisten. Aber rein theoretisch ist es möglich, natürlich deutsche Wohnungen zu behalten. Wohnungen behalten ist übrigens auch an anderer Stelle sehr hilfreich, nämlich bei der Wegzugsbesteuerung. Das wissen viele auch nicht. Ich hatte mal in einem separaten Video schon dazu gesprochen. Man kann, sag ich mal andersrum gesehen, aus Deutschland auswandern, aber seine Wohnung in Deutschland behalten und deshalb keine Wegzugsbesteuerung auslösen. Das geht aber nur in Ländern, wo es eben kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, zum Beispiel Dubai. Ja, das heißt, wir müssen keine Wegzugsbesteuerung zahlen, wenn wir nach Dubai gehen, unter der Voraussetzung, dass wir eine Wohnung in Deutschland behalten. Dann haben wir zwar unseren Lebensmittelpunkt in Dubai, weil wir dort vielleicht die ganze Zeit leben, haben aber eben noch diese ständig verfügbare Wohnung in Deutschland. Es gibt kein Doppelbesteuerungsabkommen, das heißt, über diesen Wohnsitz, über diese Wohnung werden wir weiterhin in Deutschland besteuert. Diese Regelung heißt dann natürlich, wir sind weiter in der unbeschränkten Steuerpflicht in Deutschland drinne, müssen auch weiterhin in Deutschland Steuern zahlen, aber weil unser Lebensmittelpunkt in Dubai ist, üben wir die effektive Geschäftsführung in Dubai aus. Das heißt, wir können dort eine Firma haben, eine steuerfreie Firma, die auch komplett steuerfrei aus Dubai führen. Wir müssen nur vermeiden, uns aus dieser Firma Gewinn auszuschütten, weil der weiterhin in Deutschland besteuert wird. Das heißt, die Wegzugsbesteuerung muss nicht zwingend ein Thema sein, wenn man in Nicht-DBA-Länder auswandert. Man ist dann natürlich nicht komplett steuerfrei, aber man kann Firmen, weil man sie eben komplett vor Ort führt, steuerfrei führen, wie im Beispiel von Dubai, und muss eben nur das Gehalt und die Dividenden versteuern. Und das kann man natürlich auch über andere Wege, zum Beispiel Kreditkarten, Firmenkreditkarten, Ausgaben und so weiter, gestalten. Man muss, wenn man aus dem Ganzen raus will, dann natürlich trotzdem die Wegzugsbesteuerung beachten. Da kann es Sinn machen, das Ganze über Stiftung, Verein oder Ähnliches zu strukturieren. Das geht jetzt soweit für dieses Video. Aber ich wollte euch kurz zeigen, dass es eben Möglichkeiten gibt, die deutsche Wohnung zu behalten. Einerseits geschützt durch Doppelbesteuerungsabkommen im richtigen Wohnsitzland, noch eben eine Zweitwohnung in Deutschland für regelmäßige Besuche zu unterhalten oder auch andersherum, sie aus steuerlichen Gründen zu behalten, aber trotzdem mit gewissen Steuervorteilen auszuwandern und sich die Wegzugsbesteuerung zu sparen. Wie immer muss man genau in die Doppelbesteuerungsabkommen schauen. Jedes Doppelbesteuerungsabkommen ist anders. Man muss das Doppelbesteuerungsabkommen nutzen können. Ich habe es gesagt, Steuerwohnsitz, Steueransässigkeitsbescheinigung ist Pflicht. Aber dann gibt es wirklich viele Möglichkeiten, die für einen solchen Steuerwohnsitz sprechen können. Ich bin natürlich trotzdem lieber Perpetual Traveler, keine Frage. Mich zieht es nicht wirklich nach Deutschland. Ich möchte dort gar keinen dauerhaften Wohnsitz unterhalten. Ich kann nämlich ganz legal, ganz easy, in eigentlich jedem anderen Land der Welt eine Ferienwohnung haben. Wissen viele auch nicht. Deshalb nochmal kurz am Schluss. Ihr könnt eigentlich in jedem Land außerhalb eurer Staatsbürgerschaft eine Ferienwohnung unterhalten. Wenn ihr dort weniger als ein halbes Jahr seid, löst das grundsätzlich nie eine Steuerpflicht aus. So viel dazu. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch.